Und damit herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Und hier unten sehen wir schon einen Gegner, an dem wir gleich mal unsere neue Keule ausprobieren können. Und so, das funktioniert scheinbar ganz gut. Wir haben uns gemerkt, wir müssen, wenn es Nacht ist, hierhin zurückkehren, um dann mit diesem Kerl da auf Nachtwache zu gehen. Noch zwei Vögel. Oh je. Zack. Komm. Noch einer. So, ein Schlag noch. Oh, Freundchen. Freundchen. So. Da fehlen aber... Wow, wow, ruhig, Brauner. So, zack. Komm, ein Schlag noch. Ja, das haben wir auch geschafft. Super. Einige Vögel erledigt. Und einige werden noch folgen mit geraumer Zeit. Aber damit können wir erstmal, würde ich sagen, beten. Ich sage immer beten. Ich weiß auch nicht, warum ich das so habe. Gibt es gerade noch nichts, was wir hochbeten wollen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Wir können es ja. Deswegen... Ja. Da hoch. Östlichen Minen. Ich verstehe nicht, warum da die Quest sein soll. Ach, vielleicht deswegen. Auf meiner Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Eigentlich sollte das ja schon stimmen, aber die Frau will uns ja irgendwie nichts sagen. Auf jeden Fall, hier ist noch ein Grabstein, Runenstein. Cool, Schattenkrieger und Höllenhund. Die Dinger kann man nicht beschwören. Und wenn man das mit den Runensteinen kann, dann freue ich mich auf jeden Fall. Dämonenjäger können das ja später selber beschwören. Darum finde ich ja Dämonenjäger so cool. Ich mag das ja, wenn man viele Leute dabei hat. Habe ich zwar noch nicht gesagt, aber ich mag es. Und... oben wurden gerade Stühle verschoben. Und da schon wieder. Ich hoffe, man hat es nicht so arg gehört. Das wäre auf jeden Fall blöd. Entschuldigung. Und da ist Bran. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Klingt nicht schlecht. Egal. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht lecker. So einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. What? What? Das ist mir zu viel. Vergiss das Geschäft. Zu viel? Du willst mich wohl beleidigen? Aber bitte, wer nicht will, der hat schon. Klar. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Fleischfresser lernen. Heile dich durch das Essen von rohem Fleisch. Ich habe nicht genug Gold. Das wäre aber cool. Das wäre echt cool. Ich hoffe. Hi. Hey, was ist? Ich sehe mich nur. Da ist ein Portalstein. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Tu ich auch nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. So, ich bin noch nicht gut genug. Schade. Dich beklagen. Du solltest mal an deiner Einstellung arbeiten. Warum sollte ich? Einem Fremden kann man nicht trauen und dabei bleibe ich. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Okay. Bewachst du hier den Hof? Sehe ich so aus? Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Was du nicht sagst.
Der Mistkerl klaut hier ein! What? What? Nein, das war keine Absicht. Ich schwöre. Irgendwo hin, wo es viel Platz ist. Bisschen futtern. Ach, der hat mich gerade geheilt. Ich dachte, der kann nicht heilen. Haben die gerade meinen Freund getötet? Oder nur bewusstlos geschlagen? Magie. Vier. Helf mir, Freundchen. Komm her und kämpf. Ja, erstmal machen wir deinen Freund hier fertig. Oh, gut geschlagen. Bleib stehen, verdammt nochmal. Ja, wie denn? Wir laufen doch gar nicht auch nicht so. Wir laufen jetzt auch nicht so schnell, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, der erste ist bewusstlos. Der zweite wird das gleich sein. Was ist passiert? Dann sollten wir schnell da rein. Und nehmen noch ein bisschen was mit. Neue Quest. Schmackhafter Schinken. Da haben wir wohl einiges gerade geklaut. Du bist ja nur bewusstlos. Ach, man konnte den ausrauben. Ach, wie süß. Die töte ich nicht, das wäre ja fies. Aber die Truhe nehme ich mir. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Runenhaut. Dieser Runenstein macht deine Haut undurchdringbar und somit schwerer verletzbar. Super. Aber hier oben sind wir, suchen die Erzminen und ich verstehe es immer noch nicht ganz, wie die Quest funktionieren soll. Ich habe auf jeden Fall einiges von diesen gerade stibitzt. Das war, glaube ich, nicht so nett. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesem Questfall, weil da muss ja irgendwas sein, wenn der mich schon dahin führt. Da muss da ja was sein. Wir probieren es einfach noch einmal. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann... Oh, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist hier noch so einiges zum Aufheben. Spielstand wurde erstellt. Potter, du... So. Freundchen, mit wem wollte ich nochmal reden? Ich bin echt vergesslich. Ach so, mit dem Kreuz. Und das Kreuz bist du. Gold und Diamant. Ich kann... Und die will nicht mehr mit mir reden. Was machen wir denn jetzt? Ich will ein... Das ist ja richtig doof. Geht doch. Hübsch. Dann suchen wir mal, wo ist denn Osten? Leider steht das auch nirgends. Wo denn Osten ist. Auf jeden Fall ist die Karte groß. Da hinten sieht es noch ziemlich verrottet aus. Ich vermute mal, da oben könnte es gut sein, oder? Das sieht aus wie eine Höhle. Im Osten. Osten ist wahrscheinlich links. Nie ohne Seife waschen. Wie rum geht das nochmal? Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Fuck. Scheiß Merkspruch, ganz ehrlich. So unnötig. Mann, das ist jetzt echt fies. Von da unten kam ich. Hier war ich noch gar nicht. Da würde ich sagen... Osten ist aber für mich da unten. Nee, aber da war ich ja überall. Dann müssen wir nach da gehen. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach da und hoffen, dass uns da was erwartet. Ich... Du solltest dich beeilen. Eine Frau lässt... Äh.
Nein. Gehen wir jetzt einfach mal hoch oder runter? Och Mann, das ist echt fies. Hoch, da sieht es mehr nach. Grusel aus. Irgendwie wird das nichts mit der Spannung. Wir haben zwar gerade was ausgeraubt und das war schon irgendwie spannend. Aber nicht so spannend im Sinne von Spannung spannend. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ne, ich weiß es nämlich selber nicht. Gut, dankeschön. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Das glaube ich auch, Freundchen. Und deswegen tun wir das auch. Und ausweichen und schlagen und ausweichen und schlagen und ausweichen und schlagen, schlagen, schlagen und ausweichen und schlagen. Die Ratte hat das Meister gefunden. Ja, und ich muss sagen, mein Freundchen ist eigentlich auch ganz cool. Weil der hilft mir schon. Guck mal, da, ich glaube, da oben könnte natürlich auch sein. Mann, ich bin zu blöd, um zu wissen, wo Osten ist. Da sieht's halt auch... Oh, cool. Vögel. Oh, locken wir doch am besten gleich alle auf uns. Warum denn nicht? Ich meine nur... YOLO! Meine Freundin kann natürlich auch sterben, deswegen müssen wir auf den aufpassen. Nummer 1 ist tot. Wow, jetzt kommt da noch so ein komischer fleischfressender Drachen... komisch, wie auch immer der nochmal heißt. Drachenrapper. So, dann machen wir kurz mal was. Im Heldenmut... Nein, Höllenhund beschwören. Höllenhund schießt sich die an. Und das auch zu Recht. Das war ja nur ein Runenstein. Wir können die ja später selber beschwören. Bei den Dämonen. Ich hoffe mal, das klappt dann auch. Wirklich, und ist nicht nur so eine Verarsche, wo ich drauf reingefallen bin. Erstmal helfen wir dem mal. What? So, hier kommen wir wieder unten. Und zack. Zack. Und komm. Freundchen, jetzt geh sterben. Nicht mein Ernst, geh jetzt sterben. Dankeschön. Wo ist unser Höllenhund? Weg vom Fenster. Komisch. Komisch, aber wir haben immerhin gleich noch einen zweiten von den Vögeln hier. Also ein bisschen größeren Vögel. Erledigt. Oh, Freundchen. Bleib mal locker. Ach, das war cool. Das war nicht das, was ich machen wollte. So, und jetzt haben wir einiges an Fleisch. Bisschen Proviant für uns, schadet nicht, nee. Ja, unser Höllenhund ist wirklich verreckt. Doofes Viech. Verreckt schon nur bei 20.000 Gegnern. Ah, was kann man denn hier machen? Was ist denn das da oben? Wollen wir da mal hin? Machen wir mal schnell speichern, würde ich sagen. So. Ach, Seelenflechte. Ach, was ich die noch machen wollte. Wir sollten jemanden zu der nach. Hier. Hier. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut. Dann halte still und schließe deine Augen. So. Nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Okay, ja dann. Wir sollten jemand in der Zitadelle nach deinem Großonkel Randolph fragen. Ich will mir erst das Land meiner Vorfahren im Südwesten anschauen. Führe mich dorthin und ich werde dir sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, dann ist Osten doch die andere Richtung. Weil wenn Westen dahin ist, wo er will... Weil man guckt sich das mal hier an. Hier unten ist nichts mehr. Außer er meint wirklich das da unten. Aber das glaube ich kaum. Wenn das das Land seiner Vorfahren ist. Glaube ich eher, dass das hier das Land seiner Vorfahren ist. Oder das hier.
im Südwesten. Dann ist das wahrscheinlich Westen und das Osten. Ich schaue für nächste Folge mal nach. Aber diese Folge werde ich das nicht mehr nachschauen. Vor allem, weil wir gerade mitten in der Folge sind. Machen wir die Gold auf dem Dach? Ich meine, ja, habe ich nichts dagegen, aber warum? Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Die Heimat meiner geliebten Vorfahren hat sehr gelitten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich unser Reich wieder aus ihren Ruinen erhebt. Ich werde alles tun, damit es auch dazu kommt. Ja, dann. Dein Großonkel Randolph war aber kein Fischer, oder? Pff, du hörst mir nicht zu. Randolph von Drehl war ein dunkler Krieger. Seine Ländereien liegen im Südwesten der Eisenbucht. Berühmt und ruhmreich führte er sein Gefolge in die Schlacht gegen die Unholde, die das Land bedrohten. Also sprich von ihm mit etwas mehr Respekt. Sorry. Ob dein Großonkel Randolph oft in der Taverne war? Ich wage zu bezweifeln, dass es die Taverne zur Zeit meines Großonkels überhaupt schon gab. Ich denke, dass das Gebäude früher eine wichtigere Funktion hatte als Raufbolden und Bauern als Tränke zu dienen. Wir müssen weiter im Südwesten suchen, wenn wir mein Erbe finden wollen. Okay. Klingt ja ganz gut. Wir springen ja mal wieder hier rüber. Gucken, dass wir wieder da hochkommen. Denn hier oben gefällt mir irgendwie besser. Da gibt es aber nichts mehr. So. Kann man denn... Nein. Nein. Das ist so, wie es ausscheint, wird wahrscheinlich beide... Wow, was ist denn das da? Ein Lux. So wie es ausscheint, sind ja beide Richtungen richtig. Die Eisenpfütze, die eine macht uns zum Dämoniker und die andere macht uns zum reichen Erben, sag ich jetzt mal. Von dem her, glaube ich, wird beides gut sein, wenn wir einfach mal ausprobieren, was wir machen können. Wenn es dann überhaupt wichtig sein wird, wo Osten, wo Südwesten ist. Von dem her. Ja, hier sieht es aber auch schon sehr nach Mine aus, muss man schon sagen. Was auch immer. Nee, das ist nur Geröllschutt. Ich dachte, es wären so Leitern, wo man dann. Egal. Aber doch, hier sind. Hier ist. Spitzhacke. Klar, ich meine, why not? Oh, da hinten sind Ghule. Scheinbar ist das hier doch verlassener als eigentlich geplant. Und scheinbar ist das auch die Mine, die wir gesucht haben. Kümmern wir uns vererbt erstmal um diese komischen Vögel hier. Komm, geh sterben. Super. Dann am besten noch um die Ghule. Damit hier alles sicher ist und alles frei ist. Ach, hi. Das sind sogar schwarze Ghule. Auf der einen Seite schön zu hören, dass hier die Farbe schwarz mögt. Auf der anderen Seite scheiß Ghule. Ja. Hier ist das Leben. Kommt echt mal gut. Gut, und ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu laut. Ich mag das so. Weiß nicht. Vielleicht schauen wir nächste Folge, ob es anders doch besser ist. Naja, das war's auch schon für diese Folge. Nächste Folge erkunden wir die Mine und dann werden wir feststellen, ob dieser Kerl freundlich oder böse ist. Er sieht sehr böse aus, deswegen mal schauen, was uns da so erwartet. Auf jeden Fall sieht die Mine cool aus, so an sich. Man sieht zwar noch nicht viel, aber das Gebäude da oben macht Eindruck. Mal schauen, was uns da so erwartet. Lasst doch ein Like da, wenn diese Folge euch gefallen hat. Oder am besten gleich ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, wir sehen uns nächste Folge beim Mine erkunden. Und dann kann ich euch ja sagen, wo Westen und wo Osten ist. Bis dann. Tschüss, euer Daze.